Ihr Lieben, willkommen zurück zu Desperados 3. Wir haben eine neue Figur und Wir haben noch zwar einen McCoy. Mr. McCoy. Was kann denn Mr. McCoy? Er hat eine Spritze. Der Mann ist Doktor. Lassen Sie mich durch. Schaltet Feinde aus nächster Nähe. Oh Gott. Oder er hat die Arzttasche. Also, wenn du Arzttaschen platzierst an einer strategisch günstigen Stelle, der erste Feind, der sie sieht, geht zu ihr, öffnet er sie, wird er kurzzeitig geblendet. Oh Was ist Gott, denn in wer weiß, dieser was er Tasche? in dieser Tasche hat. Und Bandagen. Damit kannst du dich selbst oder Verbündete heilen. Okay. Also dafür, dass er so ein Angeber ist, hat er aber jetzt keine dicke Knarre dabei. Nee. Aber ganz ehrlich, das klingt ja schon Psycho, wenn er die Leute mit seiner scheiß Dann Spritze. wollen wir mal. Die Arzttasche. Na toll. Ja, damit kannst Okay. du Wachen anlocken. Und man kann sie Anschließend musst du werfen. sie zurückhalten. Eine Gasfalle. Okay. Okay, dann können wir sie danach halt K.O. machen. Ja, okay. Alles klar. Okay, da das jetzt so nett genannt wurde, sollen wir bestimmt Hilf beim McCoy Gehen. nehmen. Wahrscheinlich, ja. Kurz uns auf den Stand zu bringen. Letzte Was Folge ist haben wir die diese? erste Mission angefangen. Nach dem Dann kommen Tutorial wir sind wir zu durch Ich werde Info meine unterwegs. Wir haben Tasche gerade McCoy ausbauen. getroffen. Sie verstecken sich und lernen dazu. Und müssen jetzt den Durchgang. Den vielleicht, kannst du noch mal kurz zeigen, was eigentlich unser Ziel in dieser Mission ist? Ja. Ganz am Ende vom Hier. Zug ist der Weg versperrt und das müssen wir freisprengen mit dem Dynamit da oben. Mit dem hier, genau. Und dann seht ihr, es ist ein relativ langer Weg. Ja, ich glaube, das spielt sich am Anfang noch relativ schnell und ich glaub, weiß aber auch später, wird es richtig kompliziert. So, mal sehen, was passiert, wenn ich die hier hinwerfe. Dann sieht er sie, wird geblendet und dann musst du dir überlegen, was ich mit dem mache. Ach, dann spritzt du ihn wahrscheinlich. Und schon kommt wer. Ich tippe mal jetzt mit 1 ihm irgendwie geben. Ich kann ihn. Jetzt macht er sie auf. Ah! Wer braucht eine Gasfalle? Nicht schlecht. Das war okay, knapp. Es muss relativ man das schnell Ding unbeschadet. Sie gar nicht, Mr. Cooper. Es sei denn, Sie sind ich. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das sind zwei so Alphas, ey. Gott, ey, es wird spannend. Abstand. Okay. Haben wir das? Und das haben wir unendlich. Da steht auch nicht, dass wir das nicht unendlich Das war haben. das unendlich, ne? Dann machen wir es so einfach nochmal. Dann ist die Frage, ja, was hat denn der für sich? Ich ja, glaube, das so wollte ich gerade machen. Doch, er kommt sich dahin. Ja, okay. Werfen wir den Killer aus. Ja. Das wirkt sehr schnell. So, das ist noch relativ zügig, glaube ich, dann. Ja, ich habe A schon ausgewählt. Na gut, ich folge. Ass für die Geier. Super, Ass für die Geier. Ich glaube, das ist. Okay, ich werde es Jenny eh nicht ausreden können, das zu tun, aber ich glaube, das ist übertrieben, jede einzelne Leiche. Ich weiß, aber ich mag das irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Das ist halt so ein Tick von mir. Da bist du ordentlich, ne? Ja, dann. Also, McCoy kann auch bunt. Was? Die Buntline? Buntline? Was? Das ist seine Waffe. Buntline benutzen, um Feinde aus großer Entfernung auszuschalten. Wenn er diese Fähigkeit für ein Missionsziel braucht, hat er eine finale goldene Kugel, weiß ich. Ah, das ist cool. Okay, du kannst also nicht quasi zu viel verballern. Ja. Auf der Klippe Guck ist ein da. 4 Ausguck. von 5. Ich werde ihn von hier aus erledigen. Das will ich sehen. Auf der Klippe? On up. Ach, den da hinten. Wir werden dieses Baby komplett ausräumen. Denn dann gucken wir mal, wie weit kann er schießen. Ja, dann können wir Ja, erstmal das riecht nach schauen. Ärger. Dann will er ihn. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Ruhig. Oh, er kann so weit in den Kopf. Verdammt will ich sein. Cold Bandline Special. Schaft und Patronen. Eine Spezialanfertigung. So. Kann man die eigentlich beide anwählen? Und wenn Was? Ja, wie? Also ich glaube nicht, das ging. Shadow Tactics doch aber auch nicht. Du musst immer beide einzeln managen. Man muss ja immer einen hinterher ziehen. Nein, nicht da lang. Oder? Das schaffe ich allein, vielen Dank. Hä? Wie? Nicht da lang. Er kann dann nicht. Das kann er nicht. Das kann nur Cooper scheinbar. Ja, und du ja, musst ihm die Strickleiter runterlassen. Ja, das habe ich ja dann auch irgendwie die gecheckt. Die Zeiten des Kletterns liegen hinter mir, Mr. Cooper. Ach, weil du naja, siehst doch gar nicht so alt aus. Eine Lösung. Ich hoffe, Sie kommen mit der Strickleiter klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Aber sicher. Der Dialog ist so gut. Das kostet aber. Oder kann man beide? Mach schon. Nee, ne? Ich glaube nicht. Aber was geht's denn? Da ist nichts. Ein Hütchen. Der kann sich zur Ruhe setzen.
Für immer. Ja. So, jetzt gucken wir mal, also der, wo sie kommt. Ja genau, was macht sie jetzt hier? Also sie ist so ein Patrouillen. Ja, sie wird danach weggehen. Ja. Das heißt, was wir jetzt machen ist... Was dauert denn da so lange? Der Mistkerl hat sich vermutlich irgendwo versteckt. Keine Sorge, wir werden ihn finden. Ich hab eine Menge davon. Was ist der Plan? Messer? Ihn ablenken. Um was zu tun? Um mir ihn dann zu schnappen. Wechselbrecher völlig. Was war das? Kurz und schmerzlos. Was du machst, so. Dann nehme ich ihn schnell mit. Augen auf. Seine Freundin wird hin, hin oder auch laufe dahin. Versteck ihn. Okay. Kommt sie nochmal zurück oder ist das eine gute Frage, das weiß ich noch nicht. Ich glaube aber. Ja, kannst du dann vielleicht einfach jetzt ein Messer den Koffer ins Gesicht werfen. Oder ja. Abstand. Ich habe ein paar Tricks hier drin. Genau wie an. Nicht wie. Oh, diese Spritzen. Nicht stehen bleiben. Da war ich fast schneller. Da warst du schneller, oder? Ja, aber sie konnte so schnell nicht mehr aus der Animation. Hast du gesehen? Ja, ja. Unterwegs. Sieg durch Animation. Yeah. So. Mal sehen, was hier los ist. So, wir müssen jetzt an denen vorbei. Wir könnten natürlich unseren Doppelschuss machen. Das hört ja hier keiner. Meinst du nicht, das könnten schon die da links hören, das bestimmt benutzen? Wir können den natürlich auch locken, wenn er hier hinguckt. Oder lockst ihn. Achso, warte mal, wenn du ihn. Kannst du ihn nicht hier. Nein, der kann noch weiter gucken. Du musst halt einfach den da so hinter den Stein locken, da wo dein ungefähr ja, Maus gerade ist. Ja, will ich ja machen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit du werfen kannst. Ich glaube, die Münze geht aber weiter. Ja, aber die Münze lockt ihn ja nicht so, dass ich ihn dann unauffällig kriege. Geladen und bereit. Werfen wir den Töter okay. Ah, verstehe. Er müsste mich ja hier nicht sehen. Das ist jetzt die Frage, ob er sich jetzt da voll drauf fokussiert oder nicht. Aber das finden wir dann. Ne, okay, er ist voll fokussiert. Oh, ich finde das so eklig in der Spitze. Das war's für dich. Vielleicht, oh, und dann. Vielleicht auch, weil ich echt so ein kleiner Spritzenphobiker bin. Du bist ein absoluter Spritzenphobiker. So, jetzt will ich hier mal wieder irgendwie. Jetzt willst du mal ein Messer geworfen sehen. Ja. Sieh genau hin. Nee, nicht weit. Zu weit. Gleich fliegen die Zähne. So. Meins. Meins! Das ist geil. Mein Messer. Lalala. Ihr seht mich alle nicht, aber die sehen mich nicht. Ja, ja. Können wir hier gleich. Und dann lese ich mal, was die da noch Nettes möchten. Ja. Ah ja, klar, stimmt, weil du jemanden trägst, wirst du immer gesehen auf jeden Fall, ne? Ponchos. Wachen, die Ponchos tragen, lassen sich nicht leicht täuschen. Sie verlassen ihren Posten nicht und Ablenkungen halten bei ihnen nicht ganz so lange vor. Okay, also nicht ganz so lange heißt aber nicht, dass es so ein bisschen, ja. Wer hat denn da? Er hier, ne? Am Poncho. Das wissen Sie, weil oder wie die Fachmänner sagen, Poncho. Ich kenne diese Typen. Aber wir können. Okay. Los geht's. Einfach mal aus Spaß so einen Doppelschuss machen. Aber guck dich bitte vorher um. Ja, ja, klar. Also, ja, nee. Oh, da. Ja, können wir nicht. Da ist Alarm, glaube ich. Was passiert da? Oh ja, das sind gleich vier. Er muss richtig, richtig ballern dann. Wach aus. Okay, also unauffällig. Ja, aber Ihmchen ist ja komplett raus aus dem Spiel, ne? Der ist ja. Der sieht uns nicht. Frage ist, kannst du dem einfach ein Messer ins Gesicht werfen? Das hört er, oder? Weiß ich nicht. Finden wir es raus? Ja, warte mal, wir machen einfach Quicksave, weil dafür gibt es das in dem Spiel, ja? Es ist halt diese Art. Ich muss immer mal wissen, was. Die Zähne. Oh, mal aus dem Busch raus. Naja, das war jetzt schon fast zu einfach. Da hätte jetzt auch was anderes erwartet. Ich hab irgendwie erwartet, ja, ich auch. Weil dann kann ich jetzt den hier schön aus dem vom Nahen. Das ist mir immer. So, und das hat er kommt von hinten, aber rammt ihn das Ding mehr oder weniger in den Bauch. So, den nehmen wir jetzt hier einfach ab. Nur um dich zu ärgern. Naja. Wir werden es ja abwechseln. Bei mir wird es dann ganz anders laufen. Genau. Der Showdown-Modus pausiert das Spiel, damit du eine Aktion pro Charakter planen kannst. Mit Escape, um alle
Drücke Escape, um alle geplanten Aktionen sofort auszuführen. Umschalt-Taste, um die Aktion später auszuführen. Da steht aber nicht Escape, sondern Eingabe. Aber ja. Naja, was ist los, was die Eingabetaste ist denn? Ich wollte nur sagen, du hast es nicht akkurat gelesen. Ich lese dir gleich mal das akkurat vor. Wieso? Ich bin da. Komm mal bei dir, ja. Kannst du bitte das schnell laufen? Danke. Okay, was ist da los? Also die beiden... Ah, du sollst hinter sie und dann kannst du schön Spritze und messern, würde ich sagen. Ja. Die dürften uns ja nicht hören. Genau mein Gedanke. Ja, danke. Boy und wir verstehen uns. Ich nehme den einen, sie den anderen. So, jetzt gehen wir mal näher ran, weil wir hier alles mal in Aktion sehen wollen. Ja. So, jetzt machen wir... Zack. Das ist so cool, wie das hier auch aussieht, ne? Wie so eine Scheibe, die... Siehst du das, wenn ich das schiebe? Ja. Cool. So, was macht der eine? Der macht jetzt... schmerzlos. Den? Problem. Und ich habe das richtige Werkzeug dabei. Messern und Spritzen. Sie das mir? Dachte ich mir schon. Verabreicht ihm eine Impfung gegen das Leben. Geil. So. Jetzt können wir schon mal gucken in der Zeit. Oha, hier sind drei. Okay, dann gucken wir jetzt mal, was die so Tolles tun dürfen. Das schaffe ich allein. Kannst du hier mal bitte aufräumen? Ja, ich räume jetzt. Du hast deine Leiche vergessen. Hö. Hat er den nicht mitgenommen? Doch. Das ist so der... Der darf so, der Zivilist. Der darf so. Wir könnten unsere Hilfe gebrauchen. Ah. Du kannst mehrere Charaktere auswählen, indem du Maus rechts gedrückt hältst. Aha. Und ein Rechteck um sie herum. Habe ich das nicht eben versucht zweimal? Du hast aber nicht gedrückt gehalten. Doch, habe ich. Du hast vielleicht ein Lies versucht. Ja, weil das... Frage ist, müssen wir da überhaupt durch, oder? Können wir hier nicht rum? Ja, hier, komm hier nicht rum, glaube ich. Ich glaube hier oben. Was passiert denn, wenn wir einfach da weitermarschieren? Hier oben drauf, soll ich... Sieht der uns da oben? Nee, nicht, wenn wir gedrückt sind. Wir könnten halt die Zivilisten befreien. Ich weiß nicht, ob es dann ein Bonusziel gibt. Das musst du jetzt mit deinem Gewissen vereinbaren, Lenny. Ha, aber Leute, habt ihr Bock auf Bonusziele? Ja. Aber wir könnten ja nur zwei mit dem einen schießen und einen mit dem anderen. Das heißt, da bleibt der einer übrig. Vier Leute hast du. Den könnten wir hier ablenken, warte mal. Ja, du kannst sie da wahrscheinlich so einzeln raus... Den hier kannst du dir wahrscheinlich mit der Münze irgendwie ranlocken. Den... Unten rechts. Ja. Weil ich weiß, ob das. Okay, warte mal. Also erst muss hier einer in den Busch und zwar der Doc. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ja, es schadet auch nicht. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Was ist der Plan? Du willst den. So, ich den will als erstes den locken. Ja, da brauchst du die Münze eigentlich. Genau, der. Ja, ja, der Doc soll den aber. Aber sieht dich der da ganz oben? Sieht doch. Der mit dem Strohhut. Wo? Da, ja, nördlich. Nein, links. Da, der. Das ist doch ein Zivilist. Achso, okay, sorry, hast recht. Dann, Genau, ihn. Wir müssen halt gucken, dass der sich dann nicht gerade umdreht, dass ja. Wir mal kurz warten. Hat der seine. Wirfst du da eine Münze hin? Hier so? Ja, und Doc kann ihn dann da in genau. Eine Spritze verabreichen. Wenn er sich nicht so, nämlich jetzt guckt er kurz und. Kannst die Münze theoretisch noch ein bisschen mehr zu. Ja, jetzt. Was ist das für ein Lärm? Lärm hier. Aber er geht nicht unbedingt hin, oder? Ah, warum macht er das nicht? Weil er nur guckt, weil er abgelenkt wird, okay. Ach so, Münze lockt die Leute. Ach so, die Arzttasche. Aber die Arzttasche stellen wir vorhin. Warte mal, weil der sieht den ja nicht. Ich habe eine Idee. Und der guckt nicht und der sieht nicht so weit, richtig. So, dann stellen wir mal die Arzttasche. Kannst du den hier einfach... Nee. Ja, aber das sieht doch keiner. Ja, ja, doch, wenn er sich umdreht, wenn er abgelenkt wird von der Münze. Boah, jetzt machst du hier Double. Glaube ich, es ist nur eine Theorie. So, jetzt machen wir. Ja. Jetzt, sagen, jetzt ist ab, jetzt so. Ist guter. Jetzt bin ich gespannt. Das könnte jetzt. Und jetzt schnell spritzen. Mit. Verstanden. Einfach hinter den Stein! Ja, hab ich doch versucht! Warum gehst du nicht hinter den Stein? Ja, wollte ich doch, ich war erst nach rechts gedrückt. Okay, haben wir verkackt. Du hast eiskalt in den Busch. Ja, ich hab's doch versucht, erst nach rechts zu laufen, aber es geht auf jeden Fall. Wie willst du es machen oder sollen wir einfach. Nein, ich will es machen. Okay. Das ist doch lame, wenn nicht. So. Mach's schon. Aber es war schon okay. Oh, ups, sorry. Ja. Und wo soll das hinführen? Es geht wahrscheinlich einfach. Mitten durch die Hölle.
Oh mein Gott. So. Nochmal, die Arzttasche. Kann ja auch ein bisschen, er guckt ja noch ein bisschen weiter, ne? Kannst du relativ weit nach rechts stellen. Muss nur in der Sichtlinie sein. Ja. Genau wie andere. Jetzt mal gucken, ob der sie da sieht. Ich glaube auch nicht. Ja, ist eine Note. Er hat eh nur einen Poncho, der wird wahrscheinlich gar nicht dahin gehen. Ja. Sobald er sich jetzt umdreht, musst du die Münze machen. Was eigentlich? Ja, jetzt kannst du es eigentlich schon. Was ist das für ein Lärm? Bald werdet ihr begehrt. Er sieht ihn ja, nicht. Er sieht ihn nicht. Was ist da? Typisch Banditen. Er sieht sie einfach nicht. Überlassen Sie das mir. Wieder voll sie das ausgerüstet. Okay. Das heißt, er sah sie hier, ne? Ja. Was machen wir? Es ist immer noch knapp zu weit. Ja, jetzt kommt der andere erst zurück. Kopf runter zur. Immer schön den Kopf runter. Ach, das ist ja wohl schon drinne. Ja, Jenny. Ach, come on. Die Zeit nehmen wir uns. Ich wette, du hast sie auf die gleiche Position geworfen. Nein, habe ich nicht. Richtig so. Zieht eure Rüben ein, sonst puste ich sie weg. Okay, sobald er. Eigentlich kann ich jetzt werfen. Wechselgeld gefällig. Ich musste eh mal raus. Aha. Das wirkt sehr. Auf zum Doktor. Wie du nicht darauf wartest, dass er die wenigstens mal aufwacht. Aus den Augen, aus dem Sinn. So. So weit. F5. So gut. So, und als nächstes holen wir uns den hier. Weil, der, wenn er sich hier umdreht, dann kann man hier nämlich auch was hinlegen. Und aber er kommt schon. Naja, aber das heißt, er ist nicht so lange distracted. Wie die anderen, richtig? Na, kannst du dir bitte nochmal die anderen angucken? Also, der, gut, der da. Den kriegen wir ja nicht, solange der okay, hier. Okay, und der da rumplündert, der ist uns egal. Ja, und mehr gibt's nicht. Genau. Eigentlich. Aber zeig mir nochmal den unten, bitte. Okay. Also, wir müssen ihn irgendwo nach da. Oder nach hier locken. Meine Güte, ich hasse Schnieke. Was man halt machen kann, ist sich hier wahrscheinlich langschleichen. Vorbei. Ja, mach das doch mal. Mit dem Lock. Mehr werden wir sehen. Warte mal, dafür müssen wir. Hast du den eigentlich nochmal gucken? Ich weiß nicht, der läuft der erstmal nach oben. Theoretisch landet der Typ ja eh in deinen Fässern, aber jetzt wahrscheinlich das einfachste wäre wahrscheinlich mit Cooper gewesen. Aber jetzt kannst du einfach hin. Wer braucht eine Spritze? Warte, der dürfte er jetzt. Jetzt muss ich nur schnell ducken. Richtig so. Zieht eure Rüben ein, sonst pust ich sie weg. Jetzt könntest du. Jetzt könnte entweder ich koordinierst du jetzt mit. Ich koordiniere. Wie hieß dieses? Strategie-Ding. Zack. Okay, du gibst eine Spritze dem. Und den anderen Messern. Und wir messern wir mit. S. Mach schon. Frage jetzt, so rennt. Könnte gehen, oder? Könnte, ja, jetzt bin ich schnell genug bei dem. Ja, der hört dich, glaube ich, gar nicht, wenn du den anderen messerst. Ich glaube auch nicht. Machst ich du verrückt? Okay, so viel zu. Okay, er hört's, aber ey, geht noch, geht noch, geht noch. So, also. Vielen Dank. Jetzt müssen wir noch unser Messer einsammeln. Sich nicht vom der Amsterdam in Distress ist auch glücklich. So. Okay, die sammelst du es aber bitte nicht an. Die Giftfisch. Aber jetzt fühle ich mich gut. Komm mal, ich habe in der ersten Mini-Aufgabe jetzt nicht gleich alle Leute. Ja, ich habe gleich ein Bonus-Ziel erreicht. Wer weiß, ob das eins ist. So, wohin wollen wir denn jetzt? Was auch immer. Kann ich an. Dann warten wir mal. Sehen Sie, ich wusste doch, dass da ein Herz in Ihnen steckt. Anatomisch gesehen vielleicht. Hm? Jetzt geht's. Du musst aufpassen. Bist du geduckt? Ja. Ist das geduckt? Ja, okay. Der Anfang des Zugs. Anscheinend haben wir es geschafft. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Ich wollte nur kurz zuhören, dass ich nicht unterbreche. Klar. Die Sichtkegelmarkierung zeigt an, ob eine Stelle von Wachen beobachtet wird. Halte Rechtsklick gedrückt, um sie an einer Stelle oder auf einer Wache zu platzieren. Ah, dann läuft er sich hier mit, oder was? Mhm. Warte mal. Ja. Aber geht es nicht auch, wenn ich jemanden einfach nur anklicke? Ja, wird rechts sein. Ja, ja. Aber weil das steht gedrückt. Ah ja, guck mal, dann gibt es so ein.
Was? Hä? Ja, naja, es gibt manche, laufen doch hier so durch die Gegend, naja. Dann kannst du dir jetzt quasi mehrere. Ne? Kannst du mehrere Sichtkegel gleichzeitig zeigen lassen? Naja, das ist ja jetzt automatisch, weil ich habe jetzt seinen immer als Linie und jetzt noch den von dem. Oder von dem. Oder. Okay, was wollen wir? So, erstmal rausscrollen. Also, wir könnten wir noch mehr Menschen befreien. Wir müssen da rechts oben hin. Wir können hier nachladen. Ja, brauchen wir nicht. Also, es gibt ja zwei Wege, ne? Entweder ganz links außen sieht man, wenn man die Leiter hoch. Hier. Und dann Leiter. Okay. Oder rechts rum. Mit Pferdchen. Aber hier sind auch sehr viele Leute, ja. Überlegst du, links oder rechts quasi? Ich würde sagen, links sieht attraktiver aus eigentlich. Okay, der Beifahrer entscheidet. Links. Okay, es ist die. Dafür müssten wir an denen erstmal vorbei. Genau, die sind. Ja. Da läuft noch einer. Okay, aber wenn der guckt die ganze Zeit da. Und los. Hüpft hier rein. Ich hätte jetzt gesagt, geh in das linke Gebüsch, aber. Also, nein, willst du den da nein, aus dem Weg räumen, ne? Erstmal aufwärmen. Das Messer reicht. Ja, gut, der ist ja noch. Okay, auf geht's. Fuck. Noch würde ich mal sagen, er braucht eine Spritze. Nein! Ich war noch so schnell mit der Spritze. Okay, nein, nein. Ich war, hab noch schnell reagiert. Wir haben so mega schnell den. Nee, Laden. Ja, hab ich versucht, wie du gesehen hast, aber ich war vielleicht. Ich sehe alles drin. Schneller konnte ich ihn ja nicht aufheben. Ist gut. Hey, Schwachkopf, willst du, dass die Kisten sich hier unten weiter stapeln? Ja, jetzt habe ich ja mehr Zeit, wenn er weg ist. Auf geht's. Ich musste eh mal raus. Das Messer reicht. Oh, das bist du zu lange. Ja. Aber ich war jetzt schneller als eben. Ja, aber eben habt ihr auch. Was zum? Na? Bist du ein Mensch? Du musst warten, bis er einmal zurückgekommen ist. Ah, nee, das ist ein ganz anderer, der dich jetzt gesehen hat. Ja. Aha! Okay. Shit. Dann musst du woanders vorgehen. Muss ich woanders vorgehen. Ich guck mal ganz kurz. Wer hat genau, mich denn er, jetzt? Aber das war doch er. Dann doch er? Okay, ich habe nicht gesehen, wo er hin läuft. Ja, okay. Du musst einfach halt da in den Busch bringen und sie dann nochmal eine Runde drehen lassen. Ja. In Ordnung. Oder warte mal, der ist unten. Der hat mich gesehen. Nee. Da? Ja, er kommt schon zurück. Ja, aber der andere hat, glaube ich, trotzdem einen komischen Sichtkegel, jetzt, der da die Kiste trägt. Ah, nee, es wird gehen. Jetzt kannst du zwischendurch einmal. Danke. Ja. Mhm, erzähl ihm kurz was. Danke. Mhm, aha. Und. Braucht etwas Schliff. Etwas Schliff. Los. Okay. Okay. So. Jetzt nochmal schnell speichern. Jetzt warten wir, dass er wiederkommt. Dann können wir nämlich auch gleich loswerden. Ja, diese Laufenden sind immer die nervigsten in solchen Spielen. Aber jetzt Obacht mit dem Kistentypen. Ich glaube, okay. Der ist. Ja, genau. Nein. Das ist der Kistentyp. Schnell raus hier! What? Doch, weil ich war ja nicht mehr im Kegel. In What? Dem ja! Jenny cheatet sich. Ich hab nicht gescheatet, ich hab extra geguckt. So, perfekt. Also. Okay, der Träger ist halt der nervt, ne? Den machen wir auch als nächstes kalt. Du könntest jetzt schon mal im Busch nach vorne. Mach ich auch. Okay, los geht's. Halten wir uns ran. Das schaffe ich allein, vielen Dank. Hallo, wieso ist er denn immer so unhöflich zu mir? Ich hab gar nichts gesehen. Der Mann ist. Doktor, der hat lange studiert. Okay, der ist hier aber lange beschäftigt gewesen. Jetzt hätte ich den easy ausschalten können. Ja, das ist, sobald er seine Kiste da eingesammelt hat und an dir vorbeiläuft. Ja, Metzel, Schnetzel. Ist, genau. Das mal, jetzt warten wir so lange, weil er wird jetzt hinzukommen. Ja, die zwei nehmen wir uns. Weißt du, der Doktor, der ist halt ein studierter Mann, der hat lange viel Zeit investiert in seine Ausbildung. Jetzt kommst du und bist der Meinung, ihm Befehle erteilen zu müssen. Ja. Fände ich auch nicht gut. Ich liebe dieses. Oh, ich liebe solche Spiele. Ja, das sind so Jenny-Spiele. So. Kein Problem. Ich glaube, ich bin eher Fan von dem Buchmesser. Ich auch, aber das ist lauter, weil die dann brüllen. Ist es laut? Vielen Dank. Jetzt aber. Nicht zu uns, bitte. Wird der gesehen, wenn. Wer? Jetzt mal raus und der Kistenträger, der jetzt gleich kommt, ob du einfach ein Messer ins Gesicht mitgeben kannst. Ob da im Norden noch jemand steht, der ihn sieht. Ja. Ah, ne, die gucken die ja nicht aus. Ne? Genau. Werfen wir ihn gleich ein Messer ins Gesicht. Ja, aber das ist aber der Style-Faktor natürlich deutlich größer hier. Gleich fliegen die Zähne. Und dann kriegt der Nis auch ein Messer ins Gesicht.
schön schwer. Lalalalala. Ey, bei mir sind ja echt gerade Western-Wochen. Ich spiele parallel jetzt schon auch zwei, drei Wochen Red Dead. Zwei. Warte. Oh. Nee, ja, musst du ihn locken. Ja. Aber da würde man gucken, der andere hin. Der andere? Kannst du? Mann, du kannst da eine Arzttasche platzieren, aber dann sieht der andere das immer noch, ne? Wenn du ihn dann killst. Ah, okay, du kannst da nicht einfach hin. Das heißt, du müsstest erst den oben? Was müssen die sagen? Ich meine, du kannst ja nicht hinten rumgehen, ne? Auf der rechten Seite des Steins. Ja, klar, aber dann ist die Frage, ich kann ja hier nicht hoch. Kannst du eine Double Attack machen, vielleicht? Ja. Warte mal. Also den oben kannst du ja theoretisch mitnehmen. Ja, ich glaube, der oben wird gar nicht gesehen, ne? Du müsstest, glaube ich, mit Cooper nach den einfach wegwerfen. Den oberen, ne? Ja, ja, aber ich glaube, der wird klar, von jemand anderem gesehen. Das ist nur noch mal. Okay. Dann legen wir mal los. Ich weiß ja nicht, wie weit dieses. Wow! Oh, okay, shit. Nein, der hat nicht gesehen, shit. Platz zu lahm. Ja, ist mir auch gerade im Interesse. Musst du ganz. Was? Jenny Vergi, hast du nicht zwischendurch? Ich hab zwischendurch zweimal sogar schnell gesprungen. No. Hab ich? Na egal, jetzt schnell. Den Kopf runter. Braucht etwas Schliff. Hä? Wirklich gespeichert. Okay, halten Sie sich raus. Haben die Technologie, um das zu überprüfen. Haben Sie viel. Vielen Dank. Aber wir wissen ja, wie es läuft. Zack, Messer ans Gesicht. Wir müssen uns kurz überlegen, vielleicht nochmal, wie wir die Situation da. Ich meine, da ist halt so, ne, das ist ja dieser Holz. Ich meine, den können wir hier runterlocken, ne? Mit einer Arzttasche, aber. Ja, so. Und dann mit dem anderen werfen oder so. Ja, irgendwie sowas. Genau, Sache, der ist jetzt erstmal. Futsch. So. Sind wir da, wo wir eben waren? Ja. Okay, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur den Sichtkegel von dem oben. In Ordnung. Jawoll, da ist der Autosave. Das können die Leute sehen. So. Also wenn ich hier jetzt eine Tasche hinlege, müsste er ja kommen. Wenn ich mich hier hinterstelle, dürfte er mich nicht sehen. Ist das ein normaler Schütze? Was, der hier oben, ja. Oder hat er einen Poncho? Ah, nee, hat einen Poncho. Das heißt, der wird nicht kommen. Ist nicht so schnell. Okay, aber... Aber du hast halt einen toten Winkel, ich kann hier relativ tief unter ihm. Ja, hier rum kann ich. Ja, aber dann ja, geh erstmal hinter den Bretterzaun. Da kommst du eh. Aha. Das wissen die, sagen mir ja nicht. Kann ich hier lang. Aber die kommst du jetzt nicht so kackendreist an den beiden da vorbei, oder? Doch, weil die gucken ja nicht. Von da willst du werfen. Meins. Ja, dann zieht ja nicht nur die Munition mit. Von hier kann ich doch werfen. Ja, ist die Frage, ob du so hoch, ob du so einen Winkel werfen willst. Meine Männer werden es finden. Nee, noch nicht. Ich nichts mehr. Okay. Warte. Nee, der ist halt nicht ansatzweise so weit gucken. Der ja auch nicht. Aber die Frage ist, ob ich so spitz werfen kann. Nee, kann ich nämlich nicht. Wie löst du dieses Problem? Sieh genau hin. Nee, also ich muss deutlich weiter weg. Müsste nach hier oder so. Weiß ich ja. Ich könnte ihn ablenken mit der D-Marke. Ja, was hat ich meine, du kannst halt mal den Münze da irgendwo hinwerfen, um mal zu testen, wie so ein Poncho-Träger auf die Münze reagiert. Wertet sich schon mal. Nicht lang genug, um die Leiter hochzuklettern. Und nicht lang genug, um den anderen zu killen. Aber unabhängig davon. Oder, also aber der sieht ihn ja da oben nicht. Also ich würde versuchen, jetzt ihn einfach mal zu killen. Aus Spaß. Mit was? Ich versuche da Münzen hinzuwerfen. Und ganz. Wenn ich oben bin, also ich hoffe, dass wenn ich hochgeklettert bin, ich ihn sofort erstechen kann. Du musst einfach Harakiri. Ich werf die. Das rote. Stopp! Das Gesicht! Das wollte ich überhaupt nicht, aber es ist an. Tod ist tot. Wieso hat er den nicht geworfen? Weil der Münzweg blockiert war. Das lässt die da liegen. Ich will den hier runter. Okay, damit kann ich leben, damit kann ich mich arrangieren. Dafür gibt's. Au. Au. Unangenehm, so. Okay, da ist versteckt. Hm. So, und weil es mit dem Vieh einfach ist, werfe ich jetzt noch den anderen ab. Könntest du ihn leben lassen? Sind das gute Leute hier? Ey, das habe ich nicht behauptet. Gut. Keiner hat gesagt, dass das gute Leute werden. Kann man die auch nachladen? Ich bin der Letzte, der dir widerspricht. Nein, guck mal, er sagt, das ist Coopers Box. Interesting.
Man kann halt das auch leicht haben, indem man einfach alle umlegt. Ja. Aber so, jetzt sind wir fast, jetzt glaube ich nämlich gleich, dass da oben wieder einer steht. Ja, hier ganz oben. Aber der schläft doch. Ja, fast. Okay. Ich habe keine Ahnung, wovon sie sprechen. Wollen doch mal sehen, was hier los ist. Okay, ans Hör kommen sie ja auf jeden Fall. Ja, müssen wir kurz überlegen. So. Oh, die ist ja gerade aufgestanden. Naja, nur um da hochzukommen. Ne, er ist gerade aufgestanden. Nicht schnell. Sag mir, wo die Tresore sind. Oh ja, kurz. Ja, komm. Dann war die unangenehme Überraschung. Boah, beim Pinkeln erstochen zu werden, ist ja auch richtig hart. Weil erstochen werden generell schon irgendwie eher so. Ja, aber beim Pinkeln, also es ist evil. Besonders schlimm. Okay, die Frage ist, wirst du gesehen? Ich glaube nämlich nicht. Ja, was steht noch einer? Big Ann sieht dich nicht. Der ist ja ganz weit hinten. Der interessiert sich. Haben wir noch einen Läufer? Doch, der interessiert sich hier. Haben wir noch einen Läufer? Na, du kannst halt da ein Täschchen irgendwie hinstellen. Ne? Das machen wir auch. Oder hintenrum durchs Gebüsch. Ja, das machen wir. Ich wollte gucken, ob der ihn sieht. Wahrscheinlich. Ja, das ist relativ. Ich würde eher sagen, Tasche ist vorne safe. Rechts eine Tasche. Ne? Genau. Dann kann er aber erstmal hoch. Ah, ist so ein schönes Spiel. Ja, weil das so wie so ein Puzzle immer ist, wenn man einmal rausfindet, welchen man wann. Ja. Es wird auch ein ordentlich langes Let's Play, weil es, glaube ich, der Komplexitätsgrad ist so richtig so ein Knobelspiel dann später. Man sieht so ein bisschen nicht, jetzt würde ich sie hier umstellen. Da, noch ein Tick nach rechts vielleicht. Ja, da hast du so viel. Ja, ich war. Dann musst du jetzt aber zurück. Ja, aber dann. Oder? Wobei. Ein Messer ins Gesicht. Ja, mach ich auch. Wer hat dran? Jawohl! Nein, wir wollen den. Weil der braucht seine Tasche ja auch. Ach nein, der andere braucht ja so ein Messer. Das bringt er ihn dann auch nicht mit, ne? Ah, oh, doch mit Messer! Er bringt ihm die Leiche mit dem Messer drin. Ah, perfekt. Danke. Und wo ist der Haken? So, jetzt brauchen wir jetzt einen Tasch. Das ist Tasch. Nur vorübergehend. Okay, dann haben wir jetzt nur noch ihmchen da. Der ist, glaube ich, relativ. Den gebe ich eine Spritze. Ja. Bring Medizin in die Welt. Oh! Ja, Jura konntest du jetzt nichts für, oder? Warum klickst du eigentlich nicht direkt ins weiß Ziel, ich auch sondern nicht. Immer so einen Meter weiter nach vorne? Das ist so ein typisches. So, dann würde ich dem jetzt einfach ein Messer geben, oder? Das ist eine Sie. Und sie wird gesehen da. Die Big N, wir müssen den erstmal holen. Poncho! Poncho endlich. Oh, man hätte Spaß haben können mit dem Pferd da. Achtung! Ja, aber die 2 Meter können wir mal rennen hier. Ja, du kannst den ganzen Bereich da vorne auch geduckt machen. Ja, haben wir auch. Mit den Pferden kann man bestimmt super viel Spaß haben. Ah, ist vielleicht am Ende dann irgendwie auch. Guck mal, das sieht doch nach Level-Ausgang aus. So, rechts. Der guckt nicht. Das heißt, wir können Koopa einfach mal werfen, oder? Ja, Augen aufs Ziel. Aber jetzt sieht ihr doch gleich die Leiche, oder? Sollen wir? Aber nicht, wenn ich schnell bin. Meins. Okay. Obacht. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir ihn wahrscheinlich noch. Weil er sieht sie vielleicht auch. Ja. Ja. Aber er ist ja wirklich alleine, ne? Easy going. Messer einsammeln. Oh, ich will sie leiden sehen. Was kann man mit euch machen? Warte mal. Ziel aktualisiert euch die ganze Zeit, aber ich kann euch nicht anklicken, oder? Drück mal B. Nee, H. B. Aber ich wollte highlighten. Ziel aktualisiert, B. Ja. Das ist B. Okay, Dynamik besorgen. Tunnel freilegen, zum Treffpunkt gehen. Na dann, das kriegen wir alles noch in dieser Episode hin. Wieso ist jetzt alles so... Wenn du irgendeine Taste gedrückt hast. H. Nein. V. Ah, das ist macht V. V zeigt alles Terrain auf dem Display. Alarmzonen. Vielleicht sind die verschieden gefärbt, ja. Je nachdem, wie gefährlich ist es auch okay. Na dann. So, du Messer. Kleine. Ja, werf. Immer werfen. Also, du kannst natürlich auch variieren.
die Zähne. Ein tödliches Kommando. Die nehm ich. So. Jetzt Sprengung! Sollen wir? Das ist toll. Meins. Genau, was gut. Ah, Emma Topf, so Kiste auf. Tunnelfreilegerin, du kannst Dynamit aus dem Fass nehmen und werfen Ziele mit A und wirf das Dynamit dann mit der linken Maustaste. Sei vorsichtig. Okay. Sonst explodiert es in deiner Hand. Das klingt so, als hätte ich. So ein Silvester-Ding halt, ne? Oder? Die Lampe angezündet. Hallo? Das ging so schnell. Oh ja, das Spiel ist gerade alleine gemacht. Nein, hab ich gemacht. Zum Teufel! Schnappt sie euch auf hier, Gottverdammt! Oh! Gut, dass wir noch mehr Dynamit haben. Ich hab mal so ein Gefühl. Tut nochmal B. Oh. Lassen Sie das mir. Hm? Tut mal B. B? Ja. B. Und raus hier. So, wo müssen wir hin? Wo ist denn der Treffpunkt? Da rechts? Ist das der Treffpunkt? Das da? Nee. Achso, nee, das ist ein Kreuz. Wir sollten uns eine sichere Stelle suchen. Du musst irgendwas helfen. Hier. Da. Ist das der Treffpunkt? Hör einfach zurück. Oh, so. Das ist ja lächerlich. Ist ja easy, wenn man so lang gegangen ist. Oh, oh. Ja, okay, die gehen zurück. Okay, ich dachte, nee, ich dachte so im Augenblick, die kommen da gerade alle hoch, die entgegen. Ich hätte Dynamit nochmal werfen können auf die wahrscheinlich. Unauffällig. Genau mein Gedanke. Meinst du, der Treffpunkt, wenn wir rechts rumgegangen wären, wäre jetzt bestimmt auch rechts gewesen, glaube ich. Oder wir sind jetzt quasi intuitiv. Ah, Achtung, ne? Ja, ich hab ihn gesehen. Ah, ne, den hatten wir ja noch nicht beseitigt, ne? Aber was macht ihr drei da? Lauft der jetzt Patrouille, ja? Ja. Zum Glück sind wir hier geduckt. Aber. Ich glaube, du kannst jetzt einfach. Unterwegs. Aber die machen doch Patrouille, die kommen dann schon. Ich meine, du musst jetzt aber auch nur noch da ins Ziel laufen. So, Sieg! Kümmern wir uns um die Leiche. Ja, doch die Leiche. Ganz mein Gedanke. Souvenir. Sehr gut. Ich denke, Sie haben die DeWitt Company heute glücklich gemacht. Wie viel bekommen Sie für den Job? Ich hoffe, Sie erwarten keinen Anteil. Keine Sorge. Ich habe, was ich brauche. Sie reisen anders weiter? Ich muss noch Zeit gut machen. Wie ich schon sagte. Ich habe eine Verabredung einzuhalten. Wie Sie meinen. Wir sehen ihn bestimmt wieder. War gar nicht so übel, mit Ihnen zu arbeiten, McCoy. Klar. Falls Sie mal einen Profi brauchen, wissen Sie ja, wen Sie holen können. Guten Tag, Mr. Cooper. Guten Tag. Das Pferdchen ist ein bisschen steif angeloppt. Papau, papau! Okay, Jay, was hast du? Oh, da waren noch zwei Zivilisten übrig. Aha. Töte drei auf einmal, aber ich habe nichts davon gemacht. Speichere nicht während der Mission, nicht mit Jenny. Nutze keinen Schuss beim Speedrun in 5.30. Ja, na, das kannst du halt als wir tausendmal spielen hier. Genau, aber das hier natürlich. Okay. Schade, ich habe es eigentlich tatsächlich. Bruder, das weißt du ja vorher. Auch genau, nicht. Aber man, immerhin habe ich es versucht. Das war's. Und habe gedacht, das ist bestimmt eine Mission, ja, aber. Das ist vollkommen richtig so. So. Ah, geil. Oh Gott. Ja, und mit diesem... Das ist mega. Das ist ganz cool. Mit diesem Ausblick von meiner absolut... aber es ist cool auch, dass die Gegner sich die ganze Zeit hin und her bewegen. Kannst du mal ganz kurz sehen, wie es gelaufen ist. Super coolen Route. Ja. Würde ich sagen, weiter geht's in der nächsten Episode erst, weil ich würde sagen, wenn wir jetzt noch weiter drin, geht's wahrscheinlich auch in die nächste Sequenz, in die nächste Mission. Das wollen wir alles natürlich sehen in Episode Nummer 3 von Desperados 3. Guten Tag, Jenny. Guten Tag. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.